Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Let's Play Hitman Absolution. Ja, wir stecken jetzt mitten in der Mine und ja, stecken auch uns so ein bisschen fest. Auf jeden Fall müssen wir da runter. Ich habe eben eine Menge Instinkt verbraucht, leider. So dämlich wie ich bin. Aber kann schon mal passieren. So, jetzt ganz Vorsicht. Okay, da sind jetzt zwei. Hey, Alter. Ja, was ist los? Wir müssen uns unterhalten. Okay, gehen wir eine Runde. Okay, das war gar nicht künstlich. Hey, Alter, wir müssen uns unterhalten. Gehen wir eine Runde. Mach das ruhig, das kann mir doch recht sein. Ich kann hier alles in die Luft jagen, glaube ich. Aber das will ich nicht. Oh, wohin müssen wir eigentlich? Ich gehe mal hier rum. Schleichen wir nicht rum. So fallen wir auf. Alter, ich weiß jetzt echt nicht, wo und wie ich irgendwie. Okay, gibt es hier irgendetwas? Gut, hier kann ich durch. Das trifft sich doch super. Kann ich hier überhaupt durch? Ja, so super ist es das auch nicht. Oh, weg hier. Weg hier. Okay, hier kann ich runter. Das ist sehr schön. Stromversorgung wiederherstellen. Okay, wo ist die Stromversorgung? Wo ist die Stromversorgung? Da. Cool. Dieser Schalter braucht Strom. Ach verdammt, wir müssen den Strom wiederherstellen. Ja, wo machen wir das? Da hinten hat irgendetwas aufgeblinkt. Was ist das? Nee, das brauchen wir doch gar nicht. Und wegstecken. Wir haben doch unsere Silverball dabei. Okay. Wo ist denn der Strom? Ach verdammt, hier mussten wir doch gar nicht hin. Ach, Kotze. Jetzt muss ich wieder hoch. Hoch, hoch, hoch. Komm, das packst du. Komm, das packst du, Junge. Okay, wo sind die jetzt hin? Und nein, keiner wird mich erkennen. Keiner wird mich sehen. Ach, hier ist es doch. Die Wiederherstellung der Stromversorgung macht den Aufzug betriebsbereit. Okay, und jetzt schnell weg hier. Schnell weg hier. Okay. Was war denn das für ein Geräusch? Das klang wie Godzilla. Okay, Mann, das sieht wirklich super geil hier aus. Guckt euch mal diese Lichteffekte an. Aufblitzen. Die Spiegelungen. Ach, verdammte Scheiße. Da quatsche ich mich dumm und dämlich. Und da kommt der nächste schon. Schnell rein und weg hier. Hoch mit dir. Jawohl, das war aber sowas von knapp, sage ich euch. Weil ich mich hier irgendwie wie so eine Pflanze hinstelle und die Gegend betrachte. Okay. Gut, Leute, wir haben es bis nach ganz unten geschafft. Was erwartet uns noch? Sieht ja aus wie Batmans Grotte hier. Mann, das sieht grafisch absolut wunderschön aus. So, Aufzug erreicht. Ja, das haben wir. Was jetzt? Werfen 2 haben wir freigeschaltet. Auch gut. Und hier hat ein Kumpel Minuspunkte kassiert. Mensch, Revolution. Dass ich das nochmal hier erleben sollte. So, was machen wir jetzt hier? Das erinnert mich ein bisschen an Harry Potter und, na, wie hieß der Titel?
Und der Halbblutprinz, da wo Harry und Dumbledore hier irgendwie in so eine Grotte runtersteigen. So, jetzt quatsche ich aber nicht so sehr. Aber das, meine Fresse, sieht das Hammer aus, oder? Ja, das gefällt mir wirklich außerordentlich gut. Sieht wirklich Hammer aus. So, aber nichtsdestotrotz müssen wir hier raus aus dieser Idylle. Okay, und da ist schon wieder ein Wachmann. Der haut jetzt aber ab. Oh, meine Fresse. Okay, die Caso TRG, die nehmen wir natürlich mal mit. Aber verstauen sie auch gleich. Wo ist denn der jetzt hin? Und guck mal, wie viele Punkte es gibt. Jede Menge, sage ich euch. Ich gehe mal hier kurz raus, rauf. Was steht da? Sieht aus wie ein guter Aussichtspunkt. Ja, sieh mal an. Dann sichten wir mal hier aus. So, und was gibt's hier? Okay, wir müssen darüber. Was macht der? Ja, der pinkelt gegen den Baum. Ach ja. Immer diese Pinkler. Und mit diesen Händen, stellt euch mal vor, ein Kollege reicht euch so die Hand. Ihr denkt euch nichts dabei, wollt ihm die Hand schütteln, aber nein, der hat davor was anderes geschüttelt. So, wie kommen wir hier weiter? Hier geht's nicht weiter. Gibt's hier eigentlich was Interessantes? Nö, der Typ bleibt jetzt auch dort. Okay, ich glaube, seht ihr das? Dieses Gelber hier an der Kante dort. Also ich sehe es auf jeden Fall. Ich glaube, da müssen wir auch runter. Gut, das machen wir auch mal. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht allzu sehr irgendwie auffallen sollen, werden, können, sollten. Okay, da sind jetzt zwei. Aber jetzt seht ihr doch diese gelbliche Markierung. Da können wir uns jetzt runterangeln, glaube ich mal. Wo ist denn der andere Wachmann denn? Keine Ahnung, was der für ein Spielchen hier treibt. Ach, verdammt. Was ist hier los? Nichts ist hier los jetzt. Zieh Leine. Okay, der hat sich jetzt umgedreht. Das ist unser Stichwort. Okay, und wie gesagt. Na, willst du wohl so? Oh, das war wieder mal knapp. Oh, wir werden doch jetzt hier voll auffallen, oder nicht? Da kommt mir mal wieder was Böses in den Sinn. Also, falls Sie hier irgendwie aufmucken sollten, ja, dann lernen Sie fliegen oder müssen erstmal fliegen lernen. Okay, und das sieht auch cool aus, oder? Ja, ganz kräftiger Bursche, unser Agent 47. Meine Finger hätten schon längst schlapp gemacht. Und wir gehen mal jetzt weiter. Was heißt gehen? Wir angeln uns hier weiter. Mache, ne? Ich will dich ja ungern hetzen, aber da kommt schon einer. Aber der sieht uns nicht. Der wird uns nicht sehen. Der hat ja auch eine Sonnenbrille auf. Von daher. Okay, weiter. Weiter. Gut. Wo sind die? Okay, die beiden sind dort. Der ist hier. Eigentlich könnten wir jetzt auch wieder hoch. Ich mach das mal so. Geht doch schneller. Nutzen ein bisschen Was Instinkt. ist hier los? Okay. So. Das ging doch mal ganz gut jetzt hier. Zur Hauptlobby gelangen. Oh, das klingt. Ah, da blitzt was auf. Zur Hauptlobby gelangen. Das klingt irgendwie gar nicht gut. Weg hier, schnell weg hier. Schnell weg hier. Wer. Den kenne ich doch. Wer war das? Okay, das kann uns egal sein.
Hier speichern wir mal das Ganze. Okay, der Monty hat ein Mädchen bekommen. Okay, hier können wir rein. Soll ich das mal wagen? Oder soll ich jetzt schon hier abspeichern? Was heißt abspeichern? Den Part beenden. Abgespeichert haben wir ja schon. Ich glaube ja. Das reicht erstmal für heute. Okay, wir müssen auf jeden Fall zur Hauptlobby gelangen. Seid ihr gespannt darauf, wie wir das letzten Endes schaffen? Ob wir es überhaupt schaffen? Ob es so alles planmäßig läuft, wie wir es so wollen? Dann schaltet im nächsten Part wieder mit ein. Macht's gut und bis dann. Ciao, Leute.